Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf OwnGalaxy. Und für gewöhnlich zeige ich euch ja immer Android-Apps auf diesem Kanal. Aber heute habe ich mir gedacht, zeige ich euch mal, was die Konkurrenz denn so tut. Und zwar anhand von Windows 8.1. Und mal schauen, was Windows Phone hier so zu bieten hat. Ihr könnt gespannt sein und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Die erste App für heute nennt sich Crossy Bird und hierbei handelt es sich, wie man das leicht erkennen kann, um einen Klon der Android- und iOS-App Crossy Road. Aber das Spielprinzip und auch vom Design her ist das Ganze relativ gleich. Wir müssen hier einfach diesen Vogel durch eine Vielzahl von Straßen, Zugstrecken und irgendwelchen Bächen führen, ohne dabei überfahren zu werden oder ins Wasser zu fallen. Und das Ganze, finde ich, macht gerade bei dieser coolen Grafik auf jeden Fall sehr viel Laune. Und dafür, dass das Ganze kostenlos ist, sollte man das Ganze wirklich mal ausprobieren. Mir persönlich hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Da es ja für Windows Phone leider keine offizielle YouTube-App gibt, muss man sich hier mit Alternativen wie zum Beispiel MetroTube aushelfen. Das ist wirklich sehr gut gelungen, finde ich, und auch vom Design ist das sehr gut an Windows Phone angepasst worden. Und es bietet sogar noch mehr Möglichkeiten als die offizielle YouTube-App beispielsweise auf Android. So kann man hier, das zeige ich euch gleich später nochmal, das Ganze auch abspielen, im Hintergrund abspielen. Also wenn man irgendwie einen Song hat, kann man sich das im Hintergrund anhören. Und hier auch durch diese ganzen Wischen kann man hier noch nur Videos vom Autoren raussuchen und, und. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, wie das dann hier so aussieht. Und ja, also von der Wiedergabe ist es natürlich gleich. Man kann hier auch gleich die Qualität einstellen und vorspulen und man kann es auch automatisch dann wiederholen lassen. Das gibt es bei der normalen App auch nicht, für Android jetzt beispielsweise. Oder man kann es halt jetzt wie hier im Hintergrund spielen lassen. Das heißt, wenn wir den Bildschirm ausmachen, geht es weiter und dann sieht man, dass das hier wie so ein MP3-Song irgendwie angezeigt wird. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Die nächste App nennt sich Fast Outlaw und das ist ein schnelles Rennspiel, wo man einfach durch Klicken auf den Bildschirm die Spuren wechseln kann. Und ja, das Ganze geht hier mit Lastkraftwagen. Also wir fahren hier an LKWs vorbei und da müssen wir halt immer dran vorbei navigieren und viele lassen halt auch irgendwelche Sachen fallen, wie beispielsweise irgendwelche Items, die wir einsammeln können, aber auch Items, die uns halt schaden. Und da muss man halt immer schnell erkennen, ob das jetzt was Gutes ist oder was Schlechtes und dann dementsprechend ausweichen oder das Ganze halt einsammeln. Und später wird man hier auch noch von so einem Flugzeug dann überholt und dann werden dann auch noch irgendwelche Gegenstände fallen gelassen, denen man dann ausweichen muss. Das ist eigentlich vom Prinzip her wirklich sehr, sehr nett gemacht und hat mir sehr gut gefallen. Hier ist jetzt das Flugzeug, was ich gerade meinte. Und da auch diese App kostenlos erhältlich ist, sollte man sich das Ganze auf jeden Fall mal anschauen und eventuell ausprobieren. Die nächste App nennt sich T-Translator und hierbei haben wir wirklich eine Vielzahl an Sprachen, die wir übersetzen lassen können. Alternativ kann man das Ganze auch erkennen lassen, also wenn man jetzt nicht weiß, welche Sprache das nun ist, kann man das Ganze auch dann erkennen lassen. Das finde ich auch ganz praktisch. Wenn wir jetzt hier mal beispielsweise Spanisch auswählen, ist das Ganze wirklich cool gestaltet. Man kann das hier entweder einsprechen oder eingeben, das Wort. Also die Möglichkeit ist schon mal gut. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel das Wort Senior nehmen, können wir mal gucken. Hier bekommen wir gleich sehr viele Angaben und das Ganze wirklich sehr übersichtlich gestaltet. Also einfach mal ausprobieren. Als nächstes möchte ich euch die App Tiny Troopers vorstellen und hierbei steuern wir immer so eine kleine Einheit oder mehrere Truppen und das können wir einfach immer durch Point and Click machen. Wir klicken einfach irgendwo hin und können damit irgendwelche Aktionen ausführen, wie zum Beispiel hier so einen Wächter erschießen. Das geht eigentlich sehr, sehr einfach. Ich finde, man hat sich da sehr, sehr schnell eingewöhnt in dieses Spiel. Das hat mir auch gut gefallen. Also hier braucht man jetzt nicht die krassesten Skills, sondern es geht echt mehr dann später ums Taktische. Und natürlich, das ist jetzt noch eine relativ einfache Mission hier. Die werden natürlich auch im Laufe des Spiels immer schwieriger und komplexer, so wie das immer ist. Und ich finde auch von der Grafik kann sich das Ganze hier schon sehen lassen. Ich finde, da gibt es auf jeden Fall schlechter umgesetzte Spiele. Hier sieht man auch gleich an dem Turm, dass es wirklich abwechslungsreich gestaltet ist und dafür, dass es auch noch kostenlos ist, gefällt mir das Ganze wirklich sehr gut und hier gibt es gar nichts zu meckern und von mir eine klare Empfehlung.
Stop and Go nennt sich die nächste App, die ich euch heute zeigen möchte. Und das ist einfach eine App, in der wir einen Timer und eine Stoppuhr haben. Also vom Funktionsumfang her ist es noch relativ übersichtlich, sage ich mal. Allerdings finde ich die Umsetzung einfach sehr, sehr nett gemacht. Stylisch, finde ich, ist das Ganze wirklich fast nicht zu toppen. Und ich finde, jeder sollte auch so eine App einfach auf dem Smartphone haben. Das kann man immer mal gebrauchen, entweder irgendwelche Zeiten zu messen mit der Stoppuhr oder einfach sich einen Timer zu stellen, was weiß ich, beim Kochen oder irgendwie sonst wo. Und wenn das Ganze dann auch so schick mit diesen kreisförmigen Formen hier gestaltet ist, ist das noch darüber hinaus ein guter Pluspunkt. Und dafür, dass das Ganze einfach kostenlos ist, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Das nächste Spiel, was ich euch heute zeigen möchte, nennt sich Asphalt 8 und hierbei handelt es sich um ein sehr nett gestaltetes Rennspiel, welches allerdings auch schon relativ bekannt sein sollte, deswegen möchte ich auch heute gar nicht zu viele Worte darüber verlieren. Allerdings muss ich sagen, dass das vom Design und vom Gameplay wirklich sehr nett gestaltet ist und auch der Spaßfaktor wirklich ziemlich hoch ist. Fans von Rennspielen sollten sich diese App auf jeden Fall mal genauer ansehen, denn sie ist auch noch kostenlos. Die nächste App nennt sich Dateien und ist direkt von Microsoft ein File Explorer, der auch noch sehr gut an das Design von Windows Phone angepasst ist und darüber hinaus noch die ganzen wichtigen Funktionen bietet, die ein File Explorer ebenso bieten sollte. Und ich finde es einfach schade, dass so eine App, die auch noch selbst von Microsoft produziert wurde, nicht einfach auf jedem Smartphone vorinstalliert ist. Aber ihr könnt das Ganze natürlich noch nachträglich nachholen und euch die ganze App einfach aus dem Windows Store downloaden. Es gibt auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Das nächste Spiel, welches ich euch heute zeigen möchte, nennt sich Jetpack Joyride und sollte dem einen oder anderen schon bekannt sein. Die App ist schon ein wenig in die Tage gekommen, aber ich finde, sie macht immer noch sehr, sehr viel Spaß und sollte auf jeden Fall auf jedem Gerät installiert sein. Sie ist kostenlos und man muss hier einfach seinen Charakter durch diesen langen Gang so lange wie möglich halt durchmanövrieren. Und das Ganze ist gar nicht so einfach, da kommen immer mehr Hindernisse, die man hier bestehen muss. Und ich finde, das Ganze macht wirklich sehr viel Spaß. Und dafür, dass das Ganze kostenlos ist, solltet ihr euch das Ganze einfach mal genauer anschauen und einfach mal downloaden. Das war es jetzt auch von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren wieder coole Apps für euch dabei. Für weitere Apps könnt ihr natürlich auf meinen Kanal schauen. Und jetzt habe ich hier noch eine Videoempfehlung für euch. Und zwar das Review von Amazon Prime Instant Video. Das ist wirklich sehr interessant geworden. Da einfach mal reinschauen und ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.